Cerrar la puerta, ahí mismo te olvido. Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir con mi vida lejos de la tuya. Cerraré la página que esto concluya. Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir. Y ahora tomo perdida la pena. Puede que me encuentre una que esté más buena. Tienda. Es mejor ser libre que vivir bajo su rienda. Cerraron todo en la casa de apuesta. Capotaron a que te saltaría de vuelta. Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir con mi vida lejos de la tuya. Cerraré la página que esto concluya. Ya lloré, ya sufrí, ya por fin pude seguir. Y ahora tomo por vida la pena. Puede que me encuentre una que esté más buena. Si ya no me quieres, mate, de no ser me tu verde, mate, me duele tu amor. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love.
So, meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem Flug heute von Zürich nach Valencia. Mein Sim ist noch gerade am Starten, sollte eigentlich gerade soweit sein. Flight Sim FS Labs lädt noch. So, come on. Da ist er. Da sind wir am Gate Alpha 5 in Zürich. Ziemlich Traffic heute an diesem Sonntag. G6 lädt noch, wie gesagt, deshalb noch keine Gates. Departure Time ist 11.50 Uhr. Das heißt, ihr seht oben rund 30 Minuten bis zum Departure. Also, Flugnummer heute, Swiss. Swiss 214 Romeo. Zero Fuel Weight. Was haben wir da heute? Block Fuel 86. Dann Departure Runway 28. Webbit 3 Whiskey Departure. Arrival. Muss ich schnell die Karten anschauen, was hier so läuft in Valencia. Come on. Moin, Star Games. Good arrival in Valencia, runway 30. G6 ist im Reloaden, ja. Es dauert ein Weilchen, ist bei 70% im Moment. Hab alle Texturen
habe ein Update gemacht bei den Texturen und jetzt dauert halt, bis alles wieder geladen ist. Ziemlich viele Swiss-Maschinen natürlich hier, Edelweiss. Da am Longhaul sehe ich, was sehe ich, Alitalia. Oder was ist das? American Airlines, irgendwas komisches hier. Was ist das? Gehen wir schnell schauen. Ah, United, Cathay Pacific. Dann keine Ahnung, was das ist. Fly irgendetwas. Und Hainan und Airlines. Whatever. Singapore Airlines mit A380. Delta. Edidat. Ja. So schaut es aus im Moment in Zürich. So, GS6 ist bei 95%. Bald können wir boarden. Dann funktioniert wieder alles. Scheduled Departure Time 9:50, das stimmt. So, jetzt funktioniert's. Beginnt
Fire Test. Ground from cockpit. Go ahead. Confirm chocks are in. Chocks are in. Roger. I'm out for the walk around. We'll be right back.
I'm back. No issues on the walk around. Security and safety checks are all done. Are you good to start boarding? Yes, you can start boarding. Thanks.
So, final load change is here. Also sehr viel bei 58.4, etwas leichter als geplant, dann Zero Fuel Weight, Max Zero Fuel Weight, 32.8. Gut, Paxen an Bord, heute haben wir 142 und keine Kleinkinder. Gut, ich würde mal sagen, wir starten die Apo und dann geht's eigentlich auch schon los. So, before start checklist. Before start checklist. Cockpit prep. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signs. On and auto. ADRs. Hey guys, so all packs are on board. Are we clear to close? Yes, thanks. Nav. Fuel quantity. 19180 pounds. Takeoff data. Set. Barrow ref. QNH 1017 set. QNH 1017 set. Electronic load sheet. Send. Down to the line. Salut Yankee, ja, ja, sie geschaltet. Ziemlich etwas los in Zürich. Below the line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Before start checklist complete. Good. We are ready for push. Los geht's. Das Problem ist ja jetzt ein bisschen zu viel Traffic, Yankee. Ground from cockpit. Go ahead. Remove external power. Roger, removing external power. Roger.
parking brakes released. So, los geht's. Starting engine number 2. Starting engine 2. Check. Starting number 1. Starting engine 1. Check. We're now going to brief you on the safety procedures of this aircraft. Please follow the instructions carefully. Parking brake is set. To consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now. We are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly. After start checklist. Whenever you're seated. After start checklist. Anti-ice. After landing. Off. Beacon status. Checked. Pitch trim. 28% set. Rudder trim. Zero. After start checklist complete. Which will be distributed by your flight attendant if needed. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time on board. Smoking in the laboratory is dangerous and will activate a smoke alarm. Clear on the left and clear on the right. Let's go. Clear left side. Clear right side. Brake check. Pressure zero. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Flight control check. Ready. Inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap. Full off. Properly adjusted. Full down. The life jacket does not inflate. Neutral. More air flow through the rubber tube. In case of emergency. Full on left. Water, the evacuation slides will serve as ramps. Full right. The safety on board card shows the various neutral procedures. Rudder with you. Location of the safety equipment. Full left. Study the card carefully. Full right. In emergency. Neutral. You must follow the orders given by the crew. Thank you for your attention. Contattare
Valencia will be left with the field. So, da macht sich eine Creation parat für den Takeoff. Die geht nach LDZA Zagreb. Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. B1, VR, B2, flex temp. B1, 1, 4, 9, VR, 1, 5, 1, V2, 1, 5, 2, Toga. B1, 1, 4, 9, VR, 1, 5, 1, V2, 1, 5, 2, Toga. ATC. Set. ECAM memo. No blue. Down to the line. Set the lights. Below the line. Takeoff runway. Approach path clear of traffic. Cabin crew, be seated for takeoff. Approaching 2-8. 2-8. Confirmed. 2-8. Confirmed. Cabin crew. Advised. TCAS. TARA. Engine mode selector. Ignition. PAX. Off. Before takeoff checklist complete. So, warten wir noch, bis die Maschine vor uns die Runway 28 crossed. Ready. AFIRM. Take off. Check. SAS Runway, Autos rasten blue. Checked. Thrust set. Thrust climb.
10 standard. Standard cross-checked. Passing flat level 050. Zürich. Gut, wir fliegen über die Alpen Richtung Süden, eine ungewöhnliche Route. Dann der Küste, Südküste von Frankreich entlang, in Barcelona und dann nach Valencia. Mal eine andere Route. Hat er so Mühe, der Autopilot? Blödes Ding. Wunderschönes Wetter zum Fliegen.
zu unserer rechten Seite überfliegen wir jetzt gerade den Zugersee. Und ebenfalls sichtbar die Stadt Luzern mit dem Vierwaldstättersee. Und jetzt sind wir so ziemlich genau über der Rigikulm.
drought. We just party so loud, cause we made it somehow. Tip top, snap back, yeah, we run it like that. Reppin' suits and make cash, yeah, we never look back. G6 in the sky, yeah, we like to fly by. Lambo so tight, yeah, we like to drive by. Thousand to go.
cruising flight level 360, check.
You have control. I have control. I have control. You have control.
Cabin crew, prepare for arrival. Approach checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seatbelts. On. Baro ref. QNH 1013 set. QNH 1013 set. Minimum. 460 feet set. 460 feet set. Engine mode selector. Ignition. Approach checklist complete. QNH 1013 set. QNH 1013 set. Passing 15,500. Now. Checked. So, wir sind bereits im Landeanflug Richtung Valencia auf die Runway 30. In der Ferne sieht man schon Valencia Flughafen. Der Flughafen liegt an der Küste. Wir werden vom Meer aus anfliegen. Temperatur im Moment 32 Grad, ziemlich heiß. Wind 8 Knoten von Norden her. Und QNH 1013, bisschen Wolken, aber sonst Sichtweite über 10 Meilen. Mr. Approach, im Fall eines Mr. Approach würden wir gerade ausfliegen. Runway Track 296 und nach 4,5 Meilen V Victor Lima Charlie würden wir nach rechts fliegen mit Maximum 230 Knoten nach Segundo. Und bei Segundo würden wir einen Holding drehen und auf weitere Anweisungen warten. Initial Approach Altitude 2500. Die Runway ist 2115 Meter lang. Glidslope, jetzt muss ich schnell schauen, 3 Grad, normaler Glidslope. Minimum Decision Altitude 460. Ja, eigentlich viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Unser Gate ist Gate Number 4. Ja, soweit sind wir eigentlich ready in dem Fall für den Approach.
Ach ja, macht sich der Autopilot wieder mal selbstständig hier. So, 10.000 Fuß. Das heißt, steriles Cockpit, Sound off. Ich glaube, jetzt hat die Lichter selbstständig angemacht. Genau, aber nicht alle. Ist ein Fluch, dieses etwas zu gruselig. Cabin Crew, prepare for landing. So, Flughafen ist schon in Sichtweite. Texturen laden noch. Das schwarze Zeugs da hinten. Ich habe jetzt mal die Settings heraufgedreht von Active Sky. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt der Autopilot die ganze Zeit rausfliegt, weil es too much ist für den FS Labs. Mal schauen, was passiert. Traffic, der uns in die Quere kommen könnte. Mal schauen, wo der ist. Der fliegt Whirling nach Valencia. Yep, der wird uns in die Quere kommen. Okay, first comes, first serves. Jetzt wieder mal ein Texturenproblem. As usual. Stadt Valencia.
die Whirling-Maschine direkt hinter uns. Schade, fliegen die AI-Flieger irgendwelche Approaches. Localizer alive. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Runway in sight. Ist das? Passing final approach fix 2500 feet. Flight's alive. Schade. Gut, ein bisschen windig hier. 2000. Runway. Flaps 2. Flaps 2. Gear down. Speed checked. Flaps 3. Check speed. Flaps 2. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps 4. Speed checked. Flaps 4. Cabin crew, be seated for landing. Ach, jetzt hat der Wind noch gedreht und wir haben Rückenwind. Sink rate, pitch. Ach. Das wird nichts. Line. Sally, YOLO. 1000. Das Blackbox der Rede, der first to crew. Zero. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Medium. E-cam, Nino. Landing no blue. Landing checklist complete. Continue. Ja, mal schauen, ob das etwas wird mit dieser Landung hier. Ich habe Rückenwind 8 Knoten. Nee, das wird nichts. Go around. Go around, Flaps. Gear up. Gear up. Too low, gear. 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 Autopilot 1 on. Too low, gear. Too positive low, climb. Gear. Flaps 1. Speed checked. Flaps 0. Flaps 1. Speed checked.
flaps 0. Schade, schade. First climb. After takeoff climb checklist. Landing gear. Up. Flaps. Rejected. Packs. On. Down to the line. Below the line. Below the line. Barrel ref. QNH 1013 set. QNH 1013 set. After takeoff, climb checklist complete. You have control? I have control. Passing final approach fix 2500 feet. I have control. You have control. Ja, dann drehen wir nochmal eine Ehrenrunde hier. QNH ist 1013. QNH 1013 set. QNH 1013 set. Passing 3000 now. Checked. Gut, nochmal Approach Checklist. Approach Checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seatbelts. Radio altimeter alive. On. Barrel ref. QNH 1013 set. QNH 1013 set. Minimum. 460 feet set. 460 feet set. Engine modes vector. Ignition. Approach checklist complete. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. So, und jetzt drehen wir ab, damit wir auf der Runway 112 landen können. Und zwar ohne Gegenwind dieses Mal. Hoffentlich. Katastrophe, sowas. Ich hoffe jetzt mal, dass der Wind nicht schon wieder dreht. Da kann nicht mehr langsam, dann lande ich einfach, wie es soll sein.
So, und jetzt habe ich schon wieder Rückenwind. Was soll die Scheiße? Ne, ich lande, jetzt ist mir egal. Localizer alive. Flaps 2. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Miles to go. Check speed. Flaps 3. Speed checked. Flaps full. Flaps 3. Speed checked. Flaps 4. Glide. Cabin crew, be seated for landing. Landing checklist. Cabin crew, 1000. Approach stable. Advised. Auto thrust. Pitch. Speed. Auto brake. Medium. Ecam minimal. Sync rate. Landing no blue. Landing checklist complete. Continue. Terrain. Ja, so kommt Terrain. Ich will landen, ja. Irgendwie funktioniert hier der alles funktioniert hier nicht wirklich. Fliegen wir Hand von Hand fertig. Fertiger Blödsinn. Terrain. Terrain. What the fuck? Was ist das für eine scheiß Aerosoft Airport wieder mal? Approaching. One. Two. 500. Hoch. 400. Sollte aber eigentlich noch drin liegen. 300. 100 above. So. Sync rate. Sync rate. Ja, minimum. Ja. Continue. Retard. Retard.
10, 5. Spoilers. No reverse, engine 1 and 2. T-knots. So, und dann gehen wir hier raus. Lights. After landing checklist. Flaps. Retracted. Spoilers. Two. Disarmed. APU. Start. Radar. Off. Predictive wind shear system. Off. After landing checklist complete. Good. Welcome to Valencia. Ich glaube, dieser Flughafen hätte ein Update nötig. ILS funktioniert nicht mehr richtig, wird nicht richtig intercepted. Ich glaube, es ist auch schon ein paar Jahre alt, das Ganze. So, unser Gate. Number 4. Sollte hier in der Nähe von Ryanair sein. Number 4 ist besetzt, das heißt, wir gehen Number 1. Sollte besser sein. Auch besetzt. Taxi light off.
So, Parking Brakes are set. Da sind wir. Parking checklist. APU bleed. On. Engines. Off. Seatbelts. Off. Exterior lights. NAV logo on. Fuel pumps. Off. Parking brake and chocks. On and in. Parking checklist complete. Ach, funktioniert das so, der Gate hier nicht. Doch, es funktioniert ja. What's the problem? Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für den Moment. Schauen wir noch ein bisschen zu, wie der Flieger entladen wird und vorbereitet wird für den nächsten Flug. Ich verabschiede mich soweit, beende diesen Swiss Virtual Flight. Nächster Flug, keine Ahnung wann und wann. Ich gehe jetzt wahrscheinlich etwas noch in den See baden. Bei diesen 30 Grad, die wir heute noch haben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag und hoffe, man sieht sich bald. See ya! I'm not afraid to
discovered that you're stuck in a past of yesteryear. Forget all the problems, just for the moment. That is the kind of story you should see. So just keep on moving to the light. Your mind is old. You won't find him twice at all. And someday you'll see the end where you've always been belong.